Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem Video. Es ist mal wieder Länderspielpause, das heißt, es gibt 2 Wochen lang keinen Bundesliga-Fußball und deswegen haben wir die Zeit, nochmal auf die Tabelle zu schauen und wir gucken mal, wie das Ganze jetzt in der momentanen Lage aussieht und wer sich auf was im Endeffekt einstellen kann. Wir gehen die Tabelle langsam von oben nach unten und werden dann am Ende mal schauen, was wir für Schlüsse ziehen können, eventuell aus der einen oder anderen Mannschaft. Fangen wir direkt an mit Tabellenplatz Nummer 18, das ist Greuther Fürth. Kann man tatsächlich gar nicht so viel sagen. Sie haben sich stabilisiert, sie haben mittlerweile viele Punkte oder einige Punkte schon geholt und haben vor allem zu Hause jetzt mal in ihrer zweiten Saison doch einige Spiele gut gestalten können. Klar, da waren dann auch Ausreißer dabei, wie gegen Leipzig, wo dann doch wieder klar wird, richtig Bundesliga-tauglich ist diese Mannschaft nicht. Aber unter dem Strich, finde ich, macht es Greuther Fürth dann unter den Umständen doch auch gut. Und ja, können dann am Ende, wie viele Punkte auch jetzt immer noch dazukommen werden, doch sicherlich wahrscheinlich etwas zufriedener in die zweite Liga wieder absteigen. Aber dass sie runtergehen, das ist, glaube ich, keine Frage. Jetzt wird es kribbelig mit Platz Nummer 17. Das ist Arminia Bielefeld. Die stehen noch nicht lange da. Eigentlich haben sich zuletzt da andere Mannschaften drum gestritten um diesen Platz. Jetzt ist es aber tatsächlich für Arminia soweit. Man muss aber auch sagen, zuletzt das 4:0, das 0:4 gegen Mainz 05 war schon besorgniserregend. Sie haben ja den schlechtesten Angriff. Die Defensive ist ja immer noch im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da unten stehen, ganz gut. Allerdings, ja, eben diese 4 Tore, der Trend ist eindeutig kein guter und innerhalb von einer Viertelstunde 3 Elfmeter teilweise so tölpelhaft zu kassieren, da muss man sich schon fragen, ist bei Arminia Bielefeld alles richtig? Und momentan sieht der Trend eben nicht gut aus. Das sind dann 4 Niederlagen in Folge, jeweils ohne eigenes geschossenes Tor. Unter anderem auch zu Hause gegen Augsburg. Und diese direkten Duelle, die darf man eigentlich nicht verlieren. Nach der Länderspielpause dann gibt es das direkte Duell mit dem VfB Stuttgart und ja, anhand dieses Spiels wird man dann wahrscheinlich ablesen können, in welche Richtung sich das noch entwickeln könnte. So ist es jetzt momentan eine sehr schwierige Ausgangslage für Bielefeld, sie haben es nach wie vor in der eigenen Hand, aber dann müssen sie wieder in eine bessere Form finden, vor allem in der Defensive. Nilsson ist da jetzt kurz ausgefallen für die letzten beiden, vielleicht sogar für die letzten 3 Spiele. Nilsson fehlt in der Innenverteidigung schon. Und wenn der wiederkommt, könnte vielleicht nochmal was gehen. Ansonsten, ja, wenn man vorne schon schwach ist, dann muss man wenigstens defensiv kompakt sein. Das hatte dann ja vor allem gegen Mainz gar nicht mehr funktioniert. Platz 16, Hertha BSC. Da hatte man schon die ein oder andere, ja, negative Schlagzeile schon vorm Auge, 350 Millionen und doch runter in die zweite Liga, ist noch lange nicht vom Tisch, dass die Hertha nicht vielleicht doch absteigt und das war möglicherweise jetzt nur ein Strohfeuer, aber dieses 3:0 gegen Hoffenheim war zumindest mal ja ein positives Zeichen aus Herthaner Sicht. Dann zudem eben Mark Fotheringham, der ja sehr beliebt schon scheint, also das ist vielleicht die wahre Sensation, nicht Felix Magath, sondern Mark Fotheringham. Aber das muss sich halt nun mal jetzt auch erstmal bestätigen, was da gegen Hoffenheim passiert ist, dieses 3:0. Aber grundsätzlich, dass dieser Kader die Möglichkeit und die Qualität hat, die Klasse zu halten, das ist, denke ich, klar. 15. Tabellenplatz ist der FC Augsburg. Gegen den VfB Stuttgart so rangegangen, verlieren verboten, Punkt wäre ganz okay, vielleicht gewinnen wir sogar. Und es sah zwischenzeitlich auch gar nicht so schlecht aus. 2-mal hatten sie geführt,
die Fuggerstädter, hat am Ende nicht gereicht und das verdientermaßen, weil der Gegner VfB Stuttgart bis zum Ende angerannt ist, aber Augsburg hatte wirklich gar nicht so viel nach vorne gemacht. Die waren immer wieder gefährlich, dass man so dachte, okay, wenn es jetzt sein muss, dann macht Augsburg was, aber solange wir führen oder es unentschieden steht, ja, wird dann schon gehen. Und ja, am Ende geht diese Rechnung nicht auf und man verliert das direkte Duell, ist ja mittendrin da unten und muss sich auf jeden Fall nochmal fangen. Hat aber zumindest zwei Heimspiele jetzt in Folge nach der Länderspielpause gegen Wolfsburg und gegen Mainz. Und ja, außerdem kommt noch später ein Spiel gegen die Hertha zu Hause und am letzten Spieltag gegen Greuther Fürth. Also der FC Augsburg hat vor allem ein machbares Endprogramm, aber auf der anderen Seite, das muss dann halt auch erstmal da jeweils gewonnen werden. Gegen den VfB Stuttgart ist das halt nicht gelungen. Und dann sind wir schon beim 14. VfB Stuttgart hat eben dieses Spiel mit 3:2 gewonnen und es war schon mal wieder beeindruckend. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Da hatte man zwischendurch schon einen Abgesang auf den VfB fast gehalten. Dann gewinnen sie gegen Gladbach 3:2 nach 0:2 Rückstand. Holen in letzter Minute noch ein 1:1, was schwer ist an der Alten Försterei. Und eben jetzt dieses 3:2 gegen Augsburg, wo sie auch zweimal sogar hinten lagen, 0:1 und 1:2. Und das zu durchaus unglücklichen Zeitpunkten, wo man immer sagt, ja, ein früher Treffer ist psychologisch schlecht und vor der Pause ist psychologisch schlecht. Und genau das ist beides passiert und trotzdem haben sie es am Ende geschafft. Und vor allem spielerisch so, dass man sich das gut angucken kann und der VfB ist in einer vernünftigen, guten Lage, aber muss halt auch diese Form jetzt erstmal nochmal bestätigen. Und auch da, was eben bei Bielefeld andersrum wichtig ist, Bielefeld-Stuttgart, das kann schon durchaus etwas entscheiden. Dann Platz Nummer 13, Borussia Mönchengladbach. Die haben hier die 3 Punkte, die sie gegen den VfL Bochum geholt haben, noch nicht einberechnet. Aber deswegen muss man sie sich eigentlich ein bisschen weiter oben denken. Aber zu dem Zeitpunkt, in dem ich das jetzt hier aufnehme, ist das eben noch nicht so gewertet worden. Aber wir gehen zu 100% davon aus, dass Borussia Mönchengladbach dort 3 Punkte bekommt. Und ansonsten scheint es für Borussia Mönchengladbach jetzt mit diesen 2 Siegen in Folge gegen die Hertha und gegen den VfL Bochum wohl etwas mehr Luft zu geben im Abstiegskampf. Also raus sind sie da noch immer nicht. 33 Punkte werden am Ende wahrscheinlich nicht zumindest nicht zum direkten Klassenerhalt reichen. Zur Relegation vielleicht schon, das weiß man nicht. Aber sie wollen natürlich und haben den Anspruch, direkt drin zu bleiben. Und das traue ich der Mannschaft von Adi Hütter selbstverständlich zu. Es ist auch ein machbares Programm. Die nächsten Spiele heißen zu Hause gegen Mainz, in Fürth, dann das Derby zu Hause gegen Köln. Also, wenn man aus diesen 3 Spielen, sage ich mal, 6, 7 Punkte holt, dann ist man an der 40-Punkte-Marke und dann wird man auch drin bleiben. Und das ist dann für Gladbach das Mindestziel und ich schätze mal, das werden sie auch erreichen. Dann machen wir weiter mit Tabellenplatz 12. Das ist momentan der VfL Wolfsburg, hat gegen Leverkusen zuletzt 0:2 verloren, davor in Freiburg verloren. Ja, der VfL Wolfsburg ist auch nach wie vor noch nicht ganz unten raus. Man tut sich aber irgendwie schwer damit, die noch in diese Riege mit dazu zu zählen, weil Stuttgart, Augsburg, Hertha und Bielefeld wirken da doch deutlich, ja, gefährdeter. Ist auch alleine von der Punktzahl her betrachtet auf jeden Fall so. Und auf der anderen Seite, da guckt man sich wieder die Mannschaft an und vor allem muss man auch sagen, die Niederlage gegen Leverkusen, die war absolut vermeidbar. Torwartfehler von Perwan und am Ende dann Stellungsfehler von Yannick Gerhardt.
vorne ein bisschen Pech gehabt, ohne die Lage jetzt beim VfL Wolfsburg schön reden zu wollen. Das wird am Ende ziemlich sicher der souveräne Klassenerhalt. Klar kann man sagen, das war für Florian Kohfeldt letztes Jahr auch schon gegen oder mit dem SV Werder Bremen so. Dann haben sie die letzten Spiele nochmal richtig versemmelt. Böse Zungen würden jetzt sagen, das schafft nicht mal Florian Kohfeldt, das noch zu verhauen. Aber nein, also für einen so schlechten Trainer halte ich Florian Kohfeldt nicht. Auch wenn ich sagen muss, da bin ich vielleicht persönlich ein bisschen betroffen, dass ich nicht verstehe, wie man Jonas Wind rausnehmen kann. Dafür kommt Luca Waldschmidt eine Viertelstunde vor dem Ende. Das sind so Sachen, die verstehe ich dann nicht ganz. Dann spiel wenigstens 0-0 gegen Leverkusen und dann, ja, sollte man solche Wechsel sich vielleicht verkneifen. Nur warum mich das persönlich betrifft, Jonas Wind habe ich bei Kickbase und ja, der war meiner Meinung nach so mit noch der gefährlichste. Aber gut, schauen wir auf Tabellenplatz 11. Das ist momentan noch der VfL Bochum und ja, da stehen eben diese 26 Spiele. Rechnen wir mal noch die Niederlage dazu. Sie werden einen Platz nach unten rutschen, dadurch, dass Gladbach die 3 Punkte erhält. Dass sie Punktabzug erhalten für den Becherwurf, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Das war damals beim FC St. Pauli auch nicht so. Es wird sich wahrscheinlich eher so auf Zuschauer auswirken, vielleicht sogar Spielstätte. Das wird sich dann alles noch entscheiden. Aber der VfL Bochum, ja, muss dann doch tatsächlich wieder jetzt ein bisschen aufpassen, sich davon nicht komplett alles verderben zu lassen. Niederlage gegen Gladbach, wo man doch eigentlich so heimstark ist. Vorher in Frankfurt verloren, auch ein bisschen unglücklich. Also, ja, es ist. Der VfL Bochum hat immer wieder mal Phasen, auch in der Hinrunde schon gehabt. Da ist nicht alles gelungen. Da sind sie dann mal ein, zwei Plätze runtergerutscht, haben dann aber am Ende doch immer wieder in die Spur gefunden. Und ich denke auch, dass sie das dieses Jahr oder diese Saison auch wieder schaffen werden. Dafür sind meiner Meinung nach die anderen Teams da unten noch ein bisschen zu weit weg. Sagen wir mal, der richtig harte Abstiegskampf geht eben beim VfB Stuttgart los mit 26 Punkten. Ja, auch Bochum wird noch ein, zwei Siege brauchen, um am Ende das Ganze sicher zu haben. Das werden sie aber in 7 Spielen auch sicherlich erreichen können. Aber eben, wenn es ganz schlecht läuft, wenn man sich zu sicher fühlt, was aber, denke ich mal, nicht der Fall ist, dann besteht noch eine Gefahr. Die sehe ich momentan aber nicht wirklich. Platz 10 ist der erste FSV Mainz 05 und besonders bemerkenswert bei den Mainzern finde ich ja das Torverhältnis. Vor allem, wenn man den Kontrast hat zu den Mannschaften, die drumherum stehen. Vor ihnen noch Union Berlin mit minus 5, unter ihnen Bochum mit minus 9 und Mainz hat einfach mal plus 9 Tordifferenz. Auf Platz 10 sicherlich auch nicht allzu gewöhnlich. Sie haben sogar noch ein Nachholspiel und haben 37 Punkte. Also mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben und das ist ein sehr großer Verdienst, den man Bo Svensson anrechnen kann. Und ja, vor allem zu Hause sind sie auch Dritter, also Heimtabelle Dritter. Dafür ist es auswärts dementsprechend schwach, aber Mainz ist eine sehr gefestigte Truppe und zu Hause können sie mit jeder Mannschaft mithalten, schlagen dann auch gerne mal die eine oder andere Mannschaft deutlicher, wie jetzt Arminia Bielefeld. Und der erste FSV Mainz 05, dass man dieses Jahr so wenig tatsächlich auf sie schaut, das kann eigentlich nur ein Kompliment sein, weil sie einfach einen sehr guten und souveränen Job machen, unaufgeregt sind und ihr Ding durchziehen. Tabellenplatz 9, eben schon angesprochen, Union Berlin eben mit diesem minus 5 Torverhältnis. Und ja, wie Mainz 05 gehört Union noch in diese Verlosung um die europäischen Plätze, also Platz 6 wahrscheinlich eher nicht mehr, aber Platz 7, ich glaube, das gehört zur European Conference League. Oder wird nur der 6. in die Conference League und dann wer DFB-Pokal gewinnt. Wobei, das ist dieses Jahr natürlich nochmal ein bisschen anders.
Naja, so ganz blicke ich da nicht durch. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der siebte Platz dieses Jahr nichts bekommt. Naja, Union Berlin gewinnt ja vielleicht den DFB-Pokal, dann stellen sich sowieso ganz andere Fragen. Aber rein ligatechnisch, Union Berlin, das darf man auch immer nicht vergessen, noch relativ frischer Bundesligist, haben sich trotzdem stark etabliert, haben in der Winterpause trotzdem zwei herbe Verluste hinnehmen müssen, im fußballerischen Sinne natürlich mit Max Kruse und Marvin Friedrich. Dementsprechend läuft es zuletzt auch etwas holprig, die letzten drei Spiele jeweils nicht gewonnen, davor mal zu Hause gegen Mainz gewonnen. Ansonsten hagelte es auch davor eine gewisse Niederlagenserie. Vor allem auch bei Abstiegskandidaten wie Bielefeld und Augsburg jeweils zu null verloren. Das sind so Dinge, da ärgert sich Union, hat ein bisschen abreißen lassen, eben zu den oberen Plätzen. Auf der anderen Seite ist es trotzdem nach wie vor eine sehr stabile und gute Saison. Man muss sicherlich darauf schauen, diesen Trend dann nicht mit in die neue Saison zu nehmen, sondern jetzt mit den oder unter den neuen Umständen schon sich neu zu formieren, um am Ende für die neue Saison gerüstet zu sein und wieder stabil im Mittelfeld stehen zu können. Platz Nummer 8 ist Eintracht Frankfurt. Und die Eintracht hat sich zuletzt zu einem respektablen 0:0 bei Leipzig, bei formstarken Leipzigern, durchringen können. Man ist im Europa League Viertelfinale. Mittlerweile müsste das sein. So ist es. Sie sind im Viertelfinale, spielen da gegen Barcelona. Riesiges Highlight. Und da können sie sich tatsächlich gut drauf konzentrieren. Ja, es steht auch noch im Raum, hier Sechster zu werden. Und das ist dann vielleicht die Europa Conference League, je nachdem, was die anderen Vereine im DFB-Pokal so machen. Leipzig und Freiburg sind ja beide auch noch drin. Das heißt, wenn die gewinnen, dann wird sich da vielleicht auch wieder alles einen Platz nach unten verschieben. Aber jedenfalls Frankfurt, trotz zwischendurch holpriger Phasen und ja, Hinterfragungen rund um Oliver Glasner, ist es doch wieder eine sehr ordentliche Saison von Eintracht Frankfurt. Was ja so mit die größte Kritik ist: Wir brauchen einen Stürmer. Boré ist eben kein klassischer Mittelstürmer. Nachdem man in der letzten Saison André Silva hatte, ist es natürlich auch schwierig, da einen 1:1 Ersatz zu finden. Man hatte sich versucht, mit Lammers zu verstärken, der dann eben so einen großen Stürmer darstellt. Der ist aber noch nicht so weit eben, und das ist eben so ein bisschen das Problem, das Eintracht Frankfurt momentan hat. Ansonsten ist es aber gut und vernünftig. Oliver Glasner macht mal wieder gute Arbeit. Und ich denke, Eintracht Frankfurt wird mit Oliver Glasner auch noch so in der Zukunft, zumindest in der jüngeren Zukunft, durchaus Freude haben. Dann betrachten wir Platz Nummer 7, der erste FC Köln. 40 Punkte. Das Mindestziel ist erreicht, nachdem man in der letzten Saison mit Ach und Krach in der Liga geblieben ist. Über die Relegation hat Steffen Baumgart sein Soll am 27. Spieltag schon mehr als erfüllt. Rein fußballerisch natürlich ist auch nicht so unbeliebt, glaube ich, in Köln. Und da freuen sich dann ja sicherlich alle auf die Zukunft. Jetzt darf man auch wieder von der Conference League zumindest mal träumen, und wenn man davon träumt, dann ist es punktetechnisch von der Europa League und gar der Champions League, aber das klammern wir mal ein bisschen aus, auch nicht mehr so weit entfernt. Und selbst wenn es das am Ende nicht wird, wenn man nur Siebter, Achter, Neunter wird, dann ist es trotzdem eine gute, ordentliche Saison vom ersten FC Köln. Und ja, jetzt trifft sogar Sebastian Anderson, hat gegen Dortmund das geschafft, und ja, wenn der jetzt noch hier das ein oder andere Tor macht, bisschen Modest noch entlastet, dann wäre das am Ende ja wahrscheinlich auch noch mal gut für ihn, dass er noch mal ein, zwei gute Bundesliga-Saisons spielen kann. Sechster ist Hoffenheim. Also wie Hoffenheim das immer wieder macht, eigentlich gute, teilweise starke, sehr gute Auftritte, tolle Auftritte zu haben, wie beim 1:1 gegen die Bayern. Da kommt da sowas raus wie beim 0:3 gegen Hoffenheim, wo man gegen Hertha natürlich, wo man
gar keine Worte eigentlich für finden kann, wie sowas passiert. Also wie geht das? Fragt man sich fast. Klar, Hertha, Euphorie, neuer Trainer und hier und da, aber es ist nicht das erste Mal, dass Hoffenheim sowas passiert. Sie hatten auch letztes Jahr diese endlose Sieglosserie von Schalke durchbrochen, indem sie einfach mal 4-0 in Gelsenkirchen verloren hatten. Matthew Hoppe wird dem einen oder anderen sicherlich noch ein Begriff sein. Das war auch Hoffenheim und jetzt, ja, lassen sie sich von der Hertha, ja, abschießen. Abschlachten wäre zu viel, aber abschießen. Naja, trotzdem stehen sie gut da. Die Champions League ist nach wie vor in Reichweite. Wenn es am Ende nur, sag ich mal, Europa League wird, ist das für sie sicherlich auch in Ordnung. Aber die Hoffnung, dass sie Champions League spielen, ist aus Hoffenheimer Sicht sicherlich auch noch nicht ganz begraben. Fünfter, der SC Freiburg. Kann auch äußerst zufrieden sein mit der Saison. Man ist momentan im Besitz der zweitbesten Defensive mit 29 Gegentoren und auch immerhin 43 geschossen. Das ist ja immer noch oberer Durchschnitt und ist punktgleich mit einem Champions League-Rang. Das ist auf jeden Fall schon mal nach 27 Spielen eine ziemliche dicke Aussage. Und da kann man aus Freiburger Sicht wieder sehr zufrieden mit sein. Ja, das 0-0 gegen Greuther Fürth wird aber dann wahrscheinlich wieder nur Christian Streich bestätigen, der sagt, wir stehen hier vor nach wie vor einer übertrieben schwierigen Ausgangslage vor jeder Saison. Uns werden die besten Spieler genommen und da hat er auch mit Recht. Auf der anderen Seite, ja, gegen Greuther Fürth hätten sie vielleicht doch ein bisschen mehr noch schaffen können. Zwei Aluminiumtreffer gehabt, aber unter dem Strich kann man Freiburg mal wieder nur Respekt zollen. Und ja, haben jetzt vor allem mit Nico Schlotterbeck mal wieder jemanden vorgebracht. Freiburg wird nicht seine letzte Station sein, wenn man das mal so sagen möchte. Darf man auf jeden Fall gespannt sein. Wenn es am Ende zu einem europäischen Rang für Freiburg reicht, dann ist das ein Highlight auf eine tolle Saison. Ich denke mal tatsächlich, mittlerweile ist die Saison so weit fortgeschritten, wenn es für keinen europäischen Wettbewerb reicht und man nicht ins Finale kommt, dann wäre das schon enttäuschend, aber eins von beiden sollte es doch sicherlich sein. Platz 4, RB Leipzig, haben sich nach schwierigem Saisonstart und Trainerwechsel von Jesse Marsch zu Domenico Tedesco gefangen. Man steht jetzt in einer guten Position. Man kann aus eigener Kraft die Champions League erreichen. Ohne größere Probleme wird dafür, sage ich mal, zumindest 4, 5 Spiele noch gewinnen müssen. Wer weiß auch, was die Konkurrenz macht. Und ja, vor allem ist man im DFB-Pokal, in der Europa League und eben noch in der Bundesliga um die Champions League-Plätze. Werden sicherlich sehr anstrengende Wochen für Leipzig und am Ende wird man dann sehen, was unter dem Strich bei rauskommt. Aber die Wahl auf Tedesco zum Trainer, die war definitiv die richtige aus Leipziger Sicht. Platz Nummer 3, Bayer 04 Leverkusen, hat ja durchaus Verletzungspech. Frimpong wird schick ja schon ein bisschen länger, der könnte aber, glaube ich, in Kürze zurückkommen. Und dennoch ist man da oben mit dabei. Man hatte in der Saison auch schon Highlight-Spiele wie gegen Borussia Dortmund. Wenn der Gegner Bayer Leverkusen lässt, dann gehen sie auch gut ab. Eben 66 geschossene Tore. Das kann sich definitiv sehen lassen. Jetzt hat Paulinho getroffen als Joker doppelt. Und ja, dann holt man sich da auch mal am Sonntag noch einen Sieg beim VfL Wolfsburg. Und baut so ein kleines Polster auf, hat das bessere Torverhältnis und ja, steht 3 Punkte vor jetzt dem fünften SC Freiburg. Aber auch Leverkusen wird noch einige Punkte benötigen, um die Champions League am Ende dingfest zu machen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die vier Mannschaften, die da jetzt gerade in der Top 4 stehen,
am Ende auch in die Champions League einziehen werden. Das dürfte vor allem deutlich sein, oder noch klarer ging es gar nicht als für Dortmund und Bayern, da komme ich später noch zu. Borussia Dortmund 57 Punkte, sie spielen also wieder eine sehr gute, sehr starke Saison. Man hat eigentlich das Gefühl, dass sie viel mehr Punkte hätten verlieren müssen oder so wie die Stimmung ist, wundert man sich dann doch immer ein bisschen. Auf der anderen Seite, man ist eben aus der Europa League, also erst scheidet man aus der Champions League aus, dann fliegt man aus der Europa League raus, relativ sang- und klanglos auch, möchte man fast sagen. Und ja, der DFB-Pokal wäre mal wieder möglich gewesen. Klar, da wäre jetzt auch noch Leipzig oder so mit dabei gewesen. Am Ende wird es dann auf einen Champions-League-Platz in der Bundesliga hinauslaufen. Das Mindestziel ist also erreicht, aber es wird am Ende auch nicht berühmt. Es wird nicht in Dortmund so gesprochen werden in 5 bis 10 Jahren. Wisst ihr noch, die Saison 2021, 2022? Weil so klasse und so toll ist es auch wieder nicht, wie es beim BVB abläuft. Und nichtsdestotrotz muss man ja vor der Leistung in der Bundesliga, auch wenn jetzt wieder 1-1 gegen Köln dabei war, sagen, der BVB als zweite Kraft in Deutschland, das ist auch nochmal so deutlich, auch wenn da eben so eine Klatsche wie gegen Leverkusen dabei war. Aber ja, 9 Punkte Vorsprung auf Platz 3, das ist, glaube ich, auch eine ziemlich deutliche Sprache. Und dann, oder was man zu Dortmund vielleicht noch dazu sagen muss, auch immer wieder verletzungsgeplagt. Hinten fehlten oft welche. Sagadou langzeitverletzt, war zwischendurch mal wieder mit dabei. Hummels auch nicht frei von Wehwehchen. Akanji, also man kann die ganze Mannschaft durchgehen. Und ja, das gilt auch für Leverkusen. Das kann man eigentlich auf viele Mannschaften anwenden. Aber bei Dortmund, da fehlt es dann in der ganz oberen Qualität, die sie in der ersten Elf haben, fehlt es dann aber in der zweiten Garde. Wird dann da eben deutlicher. Bei Leverkusen sind die Gefälle nicht ganz so hoch. Sie sind zwar auch da, ein Schick kannst du nicht 1-1 so ersetzen, ein Wirtz nicht, aber bei Dortmund ist es noch mal schwieriger. Wie willst du ein Haaland ersetzen? Ja, aber das ist nur ein kurzer Exkurs. Und dann Nummer 1, der FC Bayern München. Champions League, die Chance besteht. Sie sind im Viertelfinale, treffen auf Villarreal. Das sollte machbar sein. DFB-Pokal rausgeflogen. Okay, werden sie enttäuscht sein, zum zweiten Mal hintereinander nicht den DFB-Pokal gewonnen zu haben. Aber die Meisterschaft ist spätestens eigentlich seit dem 1:1 von Dortmund gegen Köln wieder entschieden. Aber auch das ist wieder erstaunlich souverän, auch Bayern nicht frei von Verletzungssorgen, aber es reicht halt trotzdem immer aus. Und ja, so werden sie wieder souverän deutsche Meister. Es wird nochmal spannend zu sehen sein, ob jetzt Robert Lewandowski nochmal einen Rekord knackt. Möglich ist es ja. Aber das wird dann den gemeinen Bayern-Fan am Ende der Saison, zumindest in dem Hinblick, ganz zufrieden dastehen lassen. Das ist jetzt dieses Fazit gewesen. Ein bisschen länger als eigentlich geplant, aber ich bin auch eine Plaudertasche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, was glaubt ihr denn? Wird Bayern souverän Meister? Wohl ja. Was interessanter ist aus meiner Perspektive, wer glaubt ihr denn, geht runter? Wer belegt am Ende die 3 Plätze? Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, versucht zumindest gesund zu bleiben und dann haut rein.